Guten Morgen, was geht ab? Herzlich willkommen hier im Efteling. Tag 4 der Tour durch die Niederlande. Ich würde ja meine Route jetzt gerne nach geradeaus beginnen, Richtung Symbolika. Aber ich befürchte, dass so ein richtig breiter Gang direkt nach dem Eingang ist, dass alle erstmal da langlaufen. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal rechts hier den kleinen Weg entlang Richtung Fata Morgana. Und dann kommt da ja auch schon die ganze, ich sag jetzt mal, spannendere Action und spannendere Ecke, als wenn ich jetzt geradeaus gegangen wäre zu Vogelrock und Thronflucht. Klar, geile Attraktion, aber dahin erwartet uns die Action mit Baron, mit Joris in der Trag, mit, was gibt's da noch, Fliegende Holländer. Ja, man, da bin ich mal echt gespannt. Und Max und Moritz, die Neuheit, also so neu ist auch nicht mehr, für mich ist es aber noch neu, noch nie gefahren, bin ich mal gespannt. Unfassbar geile Dark Ride ist auch für Rollstuhlfahrer fahrbar, dank dieser Rampe, die die ganze Attraktion barrierefrei macht. Top! Wie geil ist das denn bitte? Irgendwie bin ich süchtig nach Puzzle geworden. Ich kann am Puzzle nicht mehr vorbeilaufen. Vorausgesetzt natürlich, ich bin in einem Freizeitpark und es ist ein Freizeitpark-Puzzle. Und das hier ist was ganz anderes, und zwar Mystery Puzzle. Hier vorne ist jetzt dieses Bild drauf, aber es wird anders aussehen, wenn du es puzzelst. Zum Beispiel, hier ist ein Beispiel. So sieht jetzt zum Beispiel die Box aus. Aber in Wirklichkeit ist dein Puzzle dann so. Hey,
Also das Puzzle aus dem Shop wird sich auf jeden Fall später gegönnt, aber jetzt nehme ich es noch nicht mit, weil sonst muss ich den ganzen Tag mit der Tüte rumlaufen und ich kenne mich, irgendwo vergesse ich sie und lasse sie liegen. Fata Morgana, Junge, was ist das bitte für ein unfassbar geiler Dark Ride? Junge, ich habe dreimal schon gedacht, wo ich auf die Tür zugefahren bin, das ist jetzt die letzte Tour, wir sind jetzt wieder in der Halle. Nix, nochmal ein geiler Raum. Also ich kann den Hype um Fata Morgana absolut verstehen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, wie die ganzen Leute auf den Geruch abfahren. Also, was heißt auf den Geruch? Ich finde den Geruch jetzt nicht ekelhaft. Aber es gibt ja auch, glaube ich, ein Parfüm oder einen Raumduft davon. Das riecht für mich, als wäre ich auf irgendeinem Flohmarkt und würde an so einem Räucherstäbchenstand vorbeilaufen. Also, jetzt nicht negativ gemeint, weiß aber, das will ich ja trotzdem nicht bei mir zu Hause haben. So, ich komme jetzt aus Max und Moritz wieder. In meinem Fall war es Max, die blaue Bahn. Ja, ist ganz nett, macht Spaß. Ich hätte es mir tatsächlich sogar noch viel entspannter vorgestellt. Die zweite Runde ist dann doch ganz schön mit Speed. Da die Kurven nicht so krass gebankt sind, wird man dann schon ganz schön zur Seite gedrückt. Wie, ja, sagen wir jetzt mal, wie bei so einer wilden Maus kennt man das, dass man an die Seite gedrückt wird. Und das hat man dann auch da. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, das ist richtig entspannt, richtig smooth für die Familien. Aber ein bisschen Druck hat die Kiste dann schon. So, jetzt bin ich hier bei Piranha, beim Wasserrafting. Schlange ist schon ziemlich lang. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Zickzack hin und her. Und das Zickzack ist auch nicht wirklich kurz. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Eigentlich könnte ich Wasser vertragen, mir ist ganz schön heiß. Oh, hier wollte ich schon so machen.
der dann mehr auf. Oh, sieht Leute, ich weiß schon was, was ihr noch nicht wisst. Dass ich mir gerade ein leckeres Bier gekauft habe. Das war's natürlich nicht. Ich zeige euch mal was. Tja, Baron ist wohl ein Lost Count. Thank you.
ich aber Glück gehabt. Ich würde mal sagen, da habe ich aber Glück gehabt. Ich war in dem letzten Boot, vielmehr im letzten fahrenden Boot mit Gästen. Weil jetzt alles zumacht, was Outdoor ist, weil das Wetter sich langsam zuzieht und wahrscheinlich jetzt ein Unwetter kommen soll. Alle Indoor-Attraktionen haben weiterhin geöffnet. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal zu Vogelrock, Symbolika, Tromflucht. Da gehen wir jetzt mal hin in die Ecke, weil ja, hier, Joris in Krak ist zu, Python macht jetzt zu. Also gehen wir erstmal in die Ecke. Dann sollte das Wetter dann nochmal besser werden, kommen wir nochmal zurück für die beiden Buddies und für Python. Geht hier ab. Guck mich mal an. Hier ist gerade Todeswetter. Okay, Planänderung. Mir ging es gerade richtig böse ab. Ihr habt es gesehen. Ich habe ein paar Mal aufgenommen. Ich gehe zu Fata Morgana, fahre nochmal eine Runde, nehme mir das Puzzle mit und dann geht's ab nach Hause. Wir werden den Park nochmal irgendwann nachholen. Werden hier nochmal herkommen, nochmal alles abchecken bei besserem Wetter und bei auch hoffentlich weniger Schulkindern. Aber gut, darauf hat man keinen Einfluss. Klar, Wetter kann man abchecken im Voraus. Aber wie oft bin ich schon Freizeitpark gefahren? Obwohl es hieß, es soll ganz viel regnen und scheiß Wetter werden und dann war ich im Park und es war Sonnenschein, 25, 30 Grad, bestes Wetter, deswegen verlasse ich mich da nicht so viel drauf. Schade drum, um das ganze Geld, was ich am Eintritt gelassen habe, 12,50 Euro fürs Parken, obwohl ich jetzt nur 3 Stunden da gestanden habe und 44 Euro kostet normalerweise die Karte oder 45, ich habe mit der Holiday Park Jahreskarte 33 bezahlt, ist trotzdem viel Geld. Klar, die Indoor-Attraktionen haben zwar noch offen, aber Dromflucht ist in der Ecke, Vogelrock ist in der Ecke, Fata Morgana ist in der Ecke, bringt mir auch nichts bei dem Wetter, von Darkride zu Darkride zu laufen. Ich habe diesmal keinen On-Ride gemacht. Diesmal gibt es einen On-Ride für meinen Instagram-Follower. Ich muss noch hochladen. Ja, auf dem Weg vom Fata Morgana Richtung Ausgang. Man hat ja quasi, ja, kurz vorm Ausgang ist quasi die Kreuzung. Willst du wirklich raus oder biegst du doch ab hier Richtung wieder in den Park rein, Richtung Symbolika, was ich hier gerade schon erblicken kann. Und auf dem Weg dorthin wurde der Regen immer weniger, bis ich dann letztendlich gemerkt habe, wir bleiben. Wir werden jetzt direkt mal Symbolika starten. Bin ich mal gespannt, wie lange man da jetzt wartet. Ich hoffe, dass jetzt die ganzen Leute mal ihre Dark Rides abgehakt haben und jetzt zu den Achterbahnen laufen, wo sie wieder aufmachen. Deswegen mache ich jetzt auch hier erstmal mit den Dark Rides weiter. Jetzt nach dem Buchen. Ja. Wo war ich denn jetzt? Ja, dass sie die Dark Ride schon gefahren sind alle und jetzt zu den Achterbahnen gegangen sind. Aber 25 Minuten steht dran, wir gehen in den Single Rider, das sind 10 Minuten. Stay fit, fight.
hier steht Paradoxus. Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het paleis der fantasie. To wander through the palace of fantasy? No, no, no. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Wieder melde ich mich von meiner Handykamera. Ja, Problem, meine Speicherkarte ist voll. Und ich kann jetzt bei den 671 Aufnahmen, die ich bisher auf meiner GoPro habe von dieser Tour, kann ich jetzt nicht bei so einem kleinen Bildschirm rumscrollen, welche Aufnahmen ich brauche, um zu löschen, um wieder Aufnahmezeit zu bekommen. Demnach endet dieser Vlog hier. Ich bin nächstes Jahr eh nochmal hier, denn diese komplette Holland-Tour wird nächstes Jahr wiederholt.
Mein Cousin ist heiß, der hat richtig Bock auf eine richtig geile Tour, der hat richtig Bock auf Holland. Demnach ist es eh jetzt für mich eh nur wie ein Training, eine Übung, bevor es dann nächstes Jahr nochmal hierher geht, um dieselbe Tour nochmal abzuroppen. Bloß in dieser Tour wird dann Walibi Holland mit dabei sein. Sollte ich vorher noch nicht mit ihm dort gewesen sein, irgendwie an Halloween zum Beispiel, dann steht Walibi Holland auch noch auf der Tour mit drauf und demnach wird die Tour dann 1 oder 2 Tage länger gehen. Jo, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Das war Tag 4 der Tour durch die Niederlande. Junge, diese ganzen Leute, wie die alle gaffen, weil ich mein Handy vor die Kamera halte, vor die Fresse halte, so quer. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ach ja, ganz vergessen zu sagen, ich werde jetzt natürlich auch abziehen, ne? Ich werde jetzt nicht noch hier rumlaufen, weil es ist irgendwie doch noch viel voller als gedacht. Jetzt zum Beispiel bei Python habe ich gedacht, ich springe da nochmal rein oder auch bei Joris. Aber nein, dann bin ich dann doch lieber früher im Hotel, tu Daten übertragen, damit ich morgen wieder Aufnahmezeit auf der Speicherkarte habe.